Aus meiner Sicht haben wir jetzt ein anderes Spiel an den Aktienmärkten und das aus zwei Gründen. Erstens, durch das gescheiterte Trump-Attentat ist die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich gestiegen, dass Donald Trump wirklich nächster US-Präsident wird mit all den Implikationen für die Märkte. Und zweitens, vielleicht noch mittelfristig bedeutsamer, ist, dass eine Zinssenkung bereits jetzt als fest eingepreist, sicher feststehend gilt und dementsprechend jetzt sich das Narrativ verändert von vorher, hurra, wir haben schlechte Konjunktur, Daten, also lasst uns die Aktienmärkte nach oben bringen, hin zu der geänderten Auffassung, schlechte Daten sind schlechte Daten, denn die Zinssenkung ist ja bereits eingepreist und jetzt kommt die entscheidende Frage eben, ob die US-Notenbank die Zinsen senken kann, weil es möglich ist oder ob sie es muss, weil es dringend und schnell erforderlich ist, weil die US-Wirtschaft so stark abkühlt, wie sie es ja im Juni und bis jetzt auch in den Daten im Juli gemacht hat. Schauen wir uns die Gemenge Lage mal an, meine Damen und Herren. Hier zunächst mal dieses ikonische Bild. Also wenn man das hätte versuchen wollen, vorher irgendwie zusammenzustellen, hätte man es wahrscheinlich so gemacht. Blauer Himmel, amerikanische Fahne, ein blutender Präsident, der die Faust hebt und Kampfbereitschaft signalisiert. Trump selber hat gesagt, ja, viele sagen, das ist das ikonischste Foto, das sie je gesehen haben. Und Trump, ich denke, Sie haben recht und ich bin nicht gestorben. Normalerweise muss man sterben nach so einem ikonischen Foto. Das ist eine interessante Aussage. Unten sehen wir mal, dass die Prediction Odds oder die Wahrscheinlichkeiten, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen wird, deutlich nach oben gegangen ist. Rechts sehen wir mal die derzeitigen Wahrscheinlichkeiten in den verschiedenen Swing States, also den Staaten, die letztendlich die US-Wahlen entscheiden, je nachdem, ob sie auf Seiten der Republikaner oder auf Seiten der US-Demokraten hier abstimmen und wir sehen Pennsylvania neues Hoch für Trump, Wisconsin neues Hoch, Michigan neues Hoch, wir sehen Arizona neues Hoch, also derzeit zumindest ist die Sache relativ eindeutig und ja, dieses ikonische Bild im Vergleich zu einem senil wirkenden Joe Biden dürfte selbst eingefleischte Demokraten nachdenklich stimmen, so kann man vermuten. Jedenfalls dürfte es auch das politische Klima weiter vergiften natürlich. Hier sehen wir mal diesen Vergleich letztendlich in der Washington Post zwischen Trump und Hitler. Das ist natürlich auch eine Verharmlosung des Nationalsozialismus in Deutschland. Da sind viele, viele, viele Millionen Menschen umgebracht worden. Das kann man von Trump ja nicht sagen, egal was man von ihm denkt. Und dementsprechend halte ich das auch für extrem krass und eine Dämonisierung des Gegners, die dann natürlich auch ein Klima der Gewalt schaffen kann. Da haben viele nicht Unrecht, auch wenn eben der Attentäter offenkundig Mitglied der Republikaner war. Und jetzt ist es aber so, wir haben ja dann die Wünsche von Präsident Biden gehört. Ja, ich bin froh, dass Donald Trump safe ist und hoffe, dass er eine schnelle Genesung haben wird. Also wenn du wirklich denkst, dass Trump irgendwie wie Hitler ist, dann kannst du ihm eigentlich nicht eine schnelle Genesung wünschen. Also entweder ist diese Charakterisierung falsch, wie Seth Dillon hier zeigt, oder die Anteilnahme ist nicht ehrlich gemeint. Ich vermute mal Letzteres. Jedenfalls sehen wir auch, wie Ben Shapiro, der in den USA sehr, sehr einflussreich ist, sagt eben, ja, wenn du ständig sagst, Trump ist eine Gefahr für die Demokratie, dann radikalisierst du natürlich den politischen Diskurs. Vielleicht ist es, weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen aus meiner Sicht. Hier oben sehen wir jetzt mal die Wahrscheinlichkeit. Und das war eine Tag, respektive zwei Tage vor dem Attentat, das Trump ja offenkundig nochmal nach vorne pushen wird, nämlich 11. Juli. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Republican Sweep sehen, also sozusagen einen totalen Sieg mit Mehrheit im Abgeordnetenhaus, im Senat und eben die Präsidentschaft von Trump, lag bei 49%. Das dürfte jetzt höher sein. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird. Die tendiert ganz klar Richtung 70-80%. Hier sehen wir Trump Van Gogh offenkundig, aber hier seine Trump Media and Technology Group ist deutlich gestiegen. Das sieht charttechnisch jetzt auch ganz gut aus. Und Bitcoin ist gestiegen, nachdem Trump sich ja ziemlich klar auf Seiten der Bitcoin-Jünger geschlagen hat. Also freut man sich. Wir sind in Richtung $63.000 unterwegs nach der Korrektur, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Aber jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen,
die ich das ein oder andere Mal schon angedeutet hatte. Was passiert denn, wenn Trump gewinnt? Wir sehen, Trump ist kein Musterknabe in Sachen Ausgaben. Er dürfte also genauso exzessiv Geld ausgeben, wie die Biden-Regierung das auch getan hat. Gleichzeitig dürfte er Steuersenkungen durchdrücken. Das wird die Einnahmesituation verschlechtern, während die Ausgabesituation gleich schlecht oder vielleicht sogar noch schlechter wird. Das wird das fiskalische Defizit weiter nach oben treiben. Deswegen und weil Trump eben Zölle anheben wird, deutlich anheben und generell anheben wird für alle ausländischen Handelspartner und zweitens Migranten abschieben dürfte, das wird die Löhne steigern, haben wir also eine fiskalisch schlechtere Situation bei gleichzeitig einem erhöhten Inflationspotenzial, weswegen die Märkte höhere Renditen fordern werden und der Dollar perspektivisch, nicht sofort, aber perspektivisch schwächer werden wird. Jetzt sehen wir erstmal das Gegenteil, nämlich dass der Dollar stärker wird, aber das wird nach einem Sieg von Donald Trump, denke ich, anders werden. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite deutlich nach oben gegangen, der Euro-Dollar fällt dagegen, also der Dollar wird etwas stärker. Wie gesagt, Trump hat sich sozusagen oder hat ja angedroht, dass Länder, die den Dollar ablehnen, Schwierigkeiten kriegen werden. Deswegen erstmal diese Reaktion, aber der Dollar wird abwerten, wenn Trump eben dann seinen fiskalischen Husarenritt beginnen wird. Und all das vor dem Hintergrund, dass eben die Defizite in den USA schon gewaltig sind und das alles in einer Zeit ohne Rezession, als die Wirtschaft also in der besten aller Welten lebte. Was passiert erst, wenn das sich ändert? Und es sieht so aus, als würde sich das derzeit ändern. Wir sehen hier übrigens auch China, ziemlich desaströse Verschuldung zum BIP. Respektive, man macht ein heftiges Minus zum BIP. Das machen fast alle Staaten, bis auf Germania, immerhin. Da sind wir mal irgendwo ganz gut unterwegs. Und das zeigt auch diese Grafik hier, nämlich die Verschuldung zum BIP. Da sind wir deutlich besser aufgestellt als die anderen. Und das war lange kein Vorteil, als die Zinsen bei Null waren jetzt, aber wird es ein Vorteil, wenn die Zinsen eben nicht mehr bei Null sind, auch wenn jetzt die Tendenz dahin geht, dass die Zinsen sinken, aber die Kapitalmarktzinsen möglicherweise nicht sinken. Also das, was die Anleihekäufer dann fordern an Risikoprämie, hier sehen wir die Projektion des Budget Office in den USA, dürfte in Richtung 140% laufen, die Verschuldung zum BIP, wenn keine Rezession kommt. Die ist da nicht mit eingepreist. China sieht nur deswegen gut aus, weil die Verschuldung der Staatskonzerne hier nicht mit berücksichtigt ist, aber Japan desaströs über 200 und so weiter und so fort. Also Deutschland steht da, besser als die Amerikaner, aber in Sachen Medien stehen wir eher auch nicht besser da. Hier lange nach dem Attentat hieß es noch, hörten wir in der Tagesschau noch Zwischenfall und Knall, Trump nach Knall verletzt oder irgendwie wird von den Secret Service Leuten von der Bühne gebracht. Das hat man offenkundig abgeschrieben von den eher linken Medien in den USA, die das eben auch nicht als Attentat deklarieren wollten lange Zeit. Ich glaube, das ist einfach ein Mindset, das da ein bisschen sich weigern lässt, zu sagen, ja okay, das war ein Attentat, ein gescheitertes Attentat, hat man dann erst relativ spät umgeschaltet und dann sehen wir hier sowas wie von El Hotzo, dem Reden- und Gagschreiber, der den Bayerischen Kabarettistenpreis bekommen hat, von Jan Böhmermann, der hier mit solchen Tweets sicherlich eine Grenze überschreitet und auch das zeigt eben diese Radikalisierung, zeigt, dass die Linke durchaus, anders als man eben unterstellt, nur die Rechte diesen politischen Diskurs radikalisiert hat. Das hat die Rechte auch getan, das hat auch Trump getan, aber eben nicht in der Form, oder hier sehen wir, dass von der Linken auf jeden Fall auch ziemlich heftig hier agiert wird. So, jetzt kommen wir zu dieser anderen Geschichte, nämlich der Zinsgeschichte. Wir haben heute eine Conversation mit Jerome Powell und David Rubenstein. Da wird es also wieder interessant und wir haben morgen, darauf möchte ich Sie schon mal hinweisen, die US-Einzelhandelsumsätze. Das wird sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt ja schwache Daten gesehen. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, die Großinvestoren sehen, dass es zu einer Rezession kommt, ist jetzt deutlich erhöht. Man macht sich inzwischen mehr Sorgen über Rezession als über Inflation und die ganz schwachen Daten aus dem Juni und auch aus dem Juli bisher zeigen, dass das wohl nicht ganz unberechtigt ist. Gleichzeitig sehen wir, dass der Aktienmarkt so teuer ist wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr und jemand, der damals eine Blase erkannte, beziehungsweise von Leuten darauf hingewiesen wurde und gegen diese Blase wettete, sagt jetzt, nee, ist keine Blase, das ist Steve Einhorn, respektive er
Hält es für gefährlich, diese Blase zu shorten? Das ist immer gefährlich, Blasen zu shorten, by the way. Aber jetzt wetten viele bei den Fed Fund Futures sogar auf eine große Zinssenkung im September, also 0,5 statt 0,25%. Wir sehen hier deutlich angestiegene Volumina und wie hier ein Aspekt schon zeigt, gibt es dafür vielleicht kleine Indikationen, nämlich das CPI for durable goods, also für langlebige Güter, die Inflation, der Verbraucherpreisanstieg, minus 4,1% zum Vorjahr. Das ist der schnellste Rückgang seit mehr als 90 Jahren, seit es diese Daten gibt. Jetzt muss man wissen, dass die Inflation derzeit ja nach wie vor im Service-Sektor ist, aber im Gütersektor offenkundig deflationäre Tendenzen der Fall sind, obwohl wir gestiegene Rohstoffpreise gesehen haben, obwohl wir sehen, dass die Containerpreise steigen. Also so ganz nachvollziehbar ist mir das nicht, aber however, wir sehen dennoch beim Inflation Breath, also bei den Komponenten, die mehr als 0,2% zum Vormonat steigen, dass das immer weniger werden, dass das also zurückgeht. Aber das große Problem für die Unternehmen ist eben jetzt, dass ihre eigenen Kosten weiter steigen, die sie offenkundig, wie die Verbraucherpreise zeigen, nicht mehr an die Konsumenten weitergeben können. Also gestiegene Kosten, das heißt, die Marge wird geringer und das wiederum bedeutet, und das ist hier eine Analyse eines Investmenthauses, die Frage stellt sich jetzt, wie dramatisch schlecht ist die Situation? Muss die Fed sehr schnell jetzt die Zinsen senken? Denn was bei den Firmen passiert, ihre Kosten steigen, ihre Margen werden schlechter. Also was machen die Firmen? Sie versuchen, ihre Kosten zu drücken. Und womit kannst du am besten die Kosten drücken? Indem du Mitarbeiter entlässt. Denn das ist in der Regel mit das Teuerste, was du als Unternehmen hast. So krass es eben auch klingt, aber das ist der Fall. Das heißt, diese Verschlechterung der Margensituation dürfte zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen. Und nicht umsonst hat sich Jerome Powell jetzt kürzlich ja besorgt über den Arbeitsmarkt gezeigt. Und schauen wir uns mal die Stimmung der Verbraucher an. Uni Michigan. Diejenigen, die übers nächste Jahr ein höheres Einkommen erwarten, dramatisch abgestürzt. Diejenigen, die ein höheres Einkommen innerhalb der nächsten 5 Jahre erwarten, dramatisch abgestürzt. Und eigentlich bei einem solchen Verbrauchervertrauen kannst du als US-Präsident keine Wahlen gewinnen. Das hat Carter nicht geschafft. Das wird auch Biden nicht schaffen, wenn er es denn bleibt und sich wieder mental ein bisschen erholt. Aber deswegen werden jedenfalls, was diese sich abschwächende Konjunktur und die Zinsfrage betrifft, eben morgen die US-Einzelhandelsumsätze so wichtig. Wie gesagt, ich denke, dass jetzt schlechte Daten nicht mehr gefeiert werden können, weil eh klar ist, weil eh eingepreist ist, dass die Zinsen sinken. Wir sehen, dass die ziemlich volatil waren in letzter Zeit, diese Einzelhandelspreise. Und volatil war es auch an der Wall Street am Freitag. Da sind wir ja zunächst mal deutlich gestiegen nach dem Kursrutsch, vor allem des Nasdaq am Donnerstag, der dann auch den S&P nach unten gezogen hat. Aber dann sind wir in der letzten Stunde, halben, dreiviertel Stunde, sind wir ziemlich scharf nach unten gekommen. Wie sieht jetzt das Bild aus? Wir sind beim Nasdaq an einer oberen Trendlinie angekommen und der Nasdaq dürfte normalerweise nicht so fürchterlich profitieren, denn hier diese ganzen Tech-Unternehmen gelten ja tendenziell, wenn wir Google uns anschauen und andere, als Vogue, also nicht gerade das, was Trump besonders gefallen dürfte. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wenn wir nach China gucken, wieder ziemlich sehr schwache Daten. Das BIP, da hat man offenkundig falsch gewürfelt. Nur 4,5 statt 5,1% erwartet. Das ist die größte Abweichung, die ich jemals gesehen habe. Normalerweise kommt das ja genau rein, so wie erwartet oder ein Ticken besser. Das ist der Standard. Vor allem Retail Sales schwächer als erwartet. Dagegen Industrial Output stärker als erwartet. Also Überproduktion weiter der Chinesen und Fixed Investment wie erwartet. Aber es ist eine sehr schwache Zahl. Das bringt Xi Jinping weiter unter Druck, zumal die Hauspreise jetzt weiter im freien Fall sind. Wir haben jetzt bei den neuen Hauspreisen minus 0,71%. Das ist, nachdem es im Vor-, beziehungsweise genau, wir sind 0,67% jetzt im Mai davor. Im Mai waren es 0,71%, jetzt bin ich ganz durcheinander, gell? Jetzt im Juni waren es minus 0,67%. Jedenfalls sehen wir diesen krassen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend, der tut den Chinesen richtig weh, denn damit schrumpft faktisch ihr Vermögen. Wir sehen, dass China jetzt sein Bankensystem nicht mehr mit Liquidität fluten kann, weil sonst eben der Yuan weiter abwerten würde, der unter Druck ist. Also spannende Geschichten, ebenso wie die Artikel, die ich Ihnen empfehlen möchte, nämlich der S&P 500 Zinsen
diesen Big Tech geht der Meldabboom jetzt zu Ende. Das Big Picture, was Sie wissen sollten über diese Märkte, was wirklich die entscheidende Logik ist. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, was passiert jetzt mit den Zinsen? Denn in dieser Woche ist die EZB ja wieder dran. Wann senkt sie die Zinsen weiter? Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, ja, Bitcoin. Die springen rauf. Warum Bitcoin von Trump so profitieren würde, lesen Sie in diesem Artikel. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Es wird in dieser Woche noch heute das Marktgeflüster, morgen und also Dienstag und Mittwoch komplett beides, Videoausblick und Marktgeflüster geben. Am Donnerstag dann nur noch den Videoausblick und dann bin ich gute zwei Wochen im Urlaub. Also, dann sind Sie von meiner Visage befreit. Das ist doch mal eine gute Nachricht, neben meiner Empfehlung hier diese drei Artikel zu lesen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.